Hey, hey, hey und hallo, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet. Wenn es mal heißt, das Brett im Check und heute mit Kelp oder wie ich es nenne, Under the Sea. Ich singe so schlecht, egal. Ein Zweispielerspiel, ein asymmetrisches Zweispielerspiel. Hidden Movement trifft auf Deckbuilding, trifft auf Backbuilding. Interessant. Hat mich, als der Pitch kam und mich die Kollegen von Wonderbow Games angeschrieben haben, habe ich gedacht, okay, das klingt spannend. Cat und ich spielen gerne zu zweit. Passt gut, asymmetrisch, okay. Dann Hidden Movement mag ich sehr gerne. Und dann ein Mix aus Deckbuilding und Backbuilding, okay. Got me, klingt spannend. Und das ist auch das Interessante, denn eine Partei spielt quasi Deckbuilding und die andere Partei spielt Backbuilding. Und zwar ist das zum einen unser Hai. Wir haben also quasi Hai gegen Oktopus. Der Hai möchte den Oktopus fangen. So, und ich schalte gleich mal aufs Brett und zeige euch das mal ganz grob. Wie gesagt, keine komplette Regelerklärung. Und es ist auch noch ein Prototyp. Es ist also nicht das finale Produkt. Auch das als Hinweis. Aber da steckt eine Menge drin und das kann ich schon mal sagen. Wir haben ordentlich geschwitzt am Tisch aufgrund der Spannung, die dieses Spiel erzeugt. Und das ist sehr cool. Ich zeige euch mal ganz grob, wie das funktioniert, dass ihr da einen Eindruck habt. Und wie das dann bei mir und Cat ankam, das erzähle ich euch danach. Bis gleich. So, hier habe ich mal das Spielbrett ein bisschen aufgebaut. Das ist von den Grundregeln, es ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Was man jetzt hier leider nicht sieht, weil wir hier jetzt diese Top-Down-View haben, ich blende aber mal ein paar Fotos ein, das ist, dass wir diese Steine haben, die hier aufgestellt sind. Und man muss sich auf jeden Fall gegenüber sitzen. Der Hai sitzt an der Seite, ups, und da schießen wir den Würfel ab. Der Hai sitzt an dieser Seite, wo wir halt auch Karten sehen, die sich der Hai kaufen kann, also der Spieler, Spielerin, wer was auch immer den Hai spielt, für Energie. Die haben hier diese Energiekosten, sieht man hier oben. Und aber auch man bekommt dadurch neue Würfel. Denn ich habe es ja gesagt, für den Hai ist es ein Backbuilding. Wir bauen uns oder wir brauchen quasi neue Würfel in unserem Beutel, während der Spieler oder Spielerin, wenn ein Oktopus spielt, eben sein Deck zusammenbaut. Oder gibt es auch verschiedenste Arten von Karten. Hier die mit diesen Tentakeln dran, das sind die Startkarten. Und dann gibt es aber auch nachher verschiedene Arten von Karten. Es gibt zum einen die Food-Karten, das ist ganz, ganz wichtig. Denn der Oktopus hat gewonnen, wenn er 4 mal gefuttert hat. Das sind diese wunderschönen Steine. Ich mag diese Steine, tolle Qualität. Azul lässt grüßen, mag ich ja gerne. Davon muss der Oktopus 4 futtern, um das Spiel zu gewinnen. Oder der Hai muss quasi hier auf dieser Leiste 7 Würfel hinplatzieren. Quasi, er wird immer hungriger und wenn er hier ist, dann verhungert er und der Oktopus ist auch gerettet. Und dann gibt es zum Beispiel für den Oktopus eben diese Karten, die er sich im Laufe des Spiels quasi kaufen kann. Das nennt sich Learn. Learn-Karten sorgen dafür, dass ich neue Karten für mein Deck bekomme. Und da gibt es zum Beispiel diese hier und die bringen halt eben solche Futtermarker rein, die ich dann hier platziere. Und wenn ich die futter, dann triggern die auch noch einen Sondereffekt, der recht stark ist. Aber es gibt eben auch verschiedenste Karten, Hide-Karten, wie ich mich besser verstecken kann, wie ich diese Steine hier austauschen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das seht ihr jetzt leider nicht. Aber diese Steine haben, auf dieser Seite sieht man nichts und auf dieser Seite sind dann immer Dinge zu sehen. Und die werden bewusst so gebaut, dass nur der Spieler, der den Oktopus, den Kraken spielt, drauf gucken kann und das sieht. Und der Hai-Spieler guckt halt auf diese Blank Side. So, und unter diesem Stein ist eben auch der Oktopus versteckt. Und den möchte der Hai unbedingt finden, um ihn zu fressen. Er weiß aber natürlich nicht, wo ist er hier. Weil, wie gesagt, wir erinnern uns, wir gucken hier drauf auf diese Blank Sides. Der andere Spieler, der sieht natürlich, was hier ist. Der Clou dabei ist, und das ist ganz schön biestig, kann ich euch sagen, wenn ich als Oktopus hier meine Karten ausspielen möchte, dann haben die Kosten. Und diese Kosten definieren quasi, was ich mehr nutze, vielleicht auch ein bisschen futtere, ohne dass das jetzt diese Teile sind, aber ich muss die zahlen. Es gibt einige Karten, die sind ganz praktisch, die sind Kosten 0, perfekt. Aber es gibt eben auch Karten, die kosten 1. Hier haben wir zum Beispiel so eine Learn-Karte. Dadurch können wir uns dann vom Auslagestapel neue Karten ins Deck holen und alles. Hier gibt es eine, die ist recht stark. Shuffle 2 Hidden Blocks. Erkläre ich gleich auch mal kurz, was die macht. Dafür muss ich aber 2 zahlen. Und wie bezahle ich das? Indem ich irgendwelche Steine, die noch geheidet sind, heiden bedeutet, wenn die noch hochstehen, indem ich die umdrehe. So.
zum Beispiel Zang und Zang. Das ist aber für mich dann gemein, weil dann weiß der Heilspieler, oh, da ist der Oktopus schon mal nicht. Es gibt natürlich wieder Karten, wie ich halt Karten, diese Blöcke wieder heiden kann, wieder aufstelle. Dann gibt es Karten, die machen Shuffle to Hidden Blocks. Was heißt Shuffle? Shuffle ist auch ganz interessant. Angenommen, wir hätten die beiden, hätten wir schon mal im Laufe des Spiels unten gehabt, ich schaffe es wieder, sie zu heiden. Dann kann man natürlich sagen, naja gut, der Heilspieler weiß ja, was da ist. Oder wir machen es mal ganz anders. Er hätte mich schon durch irgendeine Möglichkeit, hätte er mich schon gesehen und hier das. Wenn ich die Shuffle-Funktion mache, nehme ich halt meinen Beutel des Oktopusses, werfe beide hier rein, shuffle die, das heißt, also sie müssen heil sein, das heißt, ich hätte sie wieder aufgedreht, aber wie gesagt, durch irgendeinen Grund, weil die schon offen waren, weiß der andere, was es ist. Dann nehme ich zwei, die eben hier sind, shuffle die und dann nehme ich den ersten raus, aber nicht ich bestimme das, sondern dann sagt der Heilspieler, aber ohne zu wissen, welchen ich hier habe, wo der hin soll. So, dann sagt er zum Beispiel, aha, dahin, dann sage ich, ja, ja, okay, sehr gut und der bleibt aber auch zu und der Oktopus, der würde dann wieder hier hinkommen. Das heißt, natürlich hat sich jetzt nichts geändert, das weiß der Heilspieler aber nicht. Der Heilspieler weiß jetzt, okay, ich weiß vorher, weil der Oktopus und diese Muschel da, die wurden jetzt geschaffen, theoretisch könnte es jetzt auch so aussehen, weiß er also nicht. Das ist nicht immer so. Es gibt Gott sei Dank auch Karten, wo ich einfach die Dinge move und bewegen kann, sodass ich das als ja, Krakenspieler herausfinden kann. Und ja, da steckt schon eine Menge Strategie und Taktik hinter. Der Hai wiederum, der fängt in diesen Außenbereichen her und der schwimmt halt immer auf diesen Linien, die ihr hier seht, auch hier rein. Und da hat er drei verschiedene Arten von Würfeln. Es gibt blau, es gibt rot und es gibt gelb. Gelb, die blauen Würfel sind dafür da, dass ich die quasi auf diese Strömung packen kann. Und das ist ganz wichtig, denn als Heilspieler ist meine erste Aktion immer, dass ich mich moven muss. Und normalerweise darf ich als Heilspieler mich nur, hier seht ihr noch so ein Prototyp, deshalb dieser wunderbare Lego-Hai, das wird nachher eine Miniatur sein. Deshalb darf ich mich als Heilspieler eigentlich immer nur ein Feld bewegen. Dadurch komme ich natürlich recht langsam voran. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie mir denke, boah, ich weiß aus irgendeinem Grund, hier hinten liegt der Oktopus. Bis dahin kann der Spieler so viel machen. Holy guacamole. So, warte, wir machen es mal so aus Gründen. So, das dauert natürlich. Und bis dahin ist der Oktopus-Spieler, der immer, wenn er dran ist, auch das nochmal ganz kurz gesagt, hier auch die Übersichtskarte, der Oktopus-Spieler darf, wenn er dran ist, immer zwei Aktionen machen und es gibt drei mögliche. Einmal eine Karte spielen, dann wieder auf seine Hand-Size zurückziehen, das ist eine Aktion, vier Handkarten darf ich immer haben, oder ich darf eine Karte einfach, wenn ich sage, ich habe nichts Passendes, darf ich eine einfach diskarden, um wieder was zu heiden. So habe ich dann die Möglichkeit, selbst wenn ich halt gerade nur Mist auf der Hand habe, dass ich zumindest Sachen wieder heiden kann, aus Gründen. So, das dazu. So, jetzt aber der Hai, wenn er sich nur einmoven darf, dann dauert das natürlich. So, aber ich habe diese Strömungswürfel, die ich platzieren kann. Und das wiederum bedeutet, ich darf in absteigender Reihenfolge, darf ich, wir machen es auch hier mal so, angenommen, es würde jetzt so aussehen, hier eine 3, hier eine 5, hier eine 2, dann dürfte ich das als quasi Strömung nutzen. Zum Beispiel, ich mache meinen Movement und der wird dann halt die 3. Die 2 ist kleiner als die 3. Ich bewege mich hierhin. In dem Fall, weil hier die 5 höher als die 3 ist, dürfte ich das nicht als Strömung nutzen, weil es muss immer kleiner werden. Also ich dürfte sagen, okay, perfekt, ich bin hier, meine Bewegung, 3 Strömung, 2er Strömung und hier. Und der erste Würfel, den ich überspringe dann, der geht hierhin. Das ist mein Grow-Track. Dadurch sammle ich Erfahrungspunkte, dadurch schalte ich als Hai Dinge frei, die mich stärker werden lassen. Wenn hier 3 Würfel drauf sind, wird das umgedreht und gibt mir dann so einen dauerhaften Effekt. Die gelben Würfel wiederum, die sind dafür da, dass ich suchen darf. So, ich darf als Heilspieler prinzipiell, wie komme ich an diesen Würfel? Ich habe hier meinen Beutel, wo ich mir das reinbaue. Ich habe meine Startwürfel drin, das sind 7 blaue, 3 gelbe, 1 roten. Der rote ist der Angriffswürfel, das schon mal gesagt. Und ich ziehe immer, wenn ich dran bin, als Hai, ziehe ich 2 Würfel random raus. Ich darf also nicht reingucken. Aha, hier, jetzt hätte ich gelb und rot. Ja, ja, schade Marmelade, also bewegen, beziehungsweise neue Strömung setzen ginge nicht. Dann würfel ich die, 2-2. Ah, ist leider gar nicht so geil. So, und dann dürfte ich halt hier zum Beispiel suchen. Das heißt aber, hier brauche ich, oder direkt angreifen. Selbst im Zoom-Block dürfte ich angreifen. Mit 2-2 komme ich aber nicht weit, weil ich brauche hier mindestens ein Vierer.
So, angenommen, es würde jetzt so aussehen, dann kann ich jetzt sagen, ja, ist doch super. Ich darf aber hier bei einem Einsatzfeld nur einen Würfel. Ich darf also nicht sagen, erst suchen, dann attackieren. Nee, ich darf nur einen. Ich dürfte dann erst nächste Runde. Aber ich sage, okay, geil, ich suche, es wird aufgelegt. Oh no! Und da seht ihr jetzt, es gibt auch diese Teile, das sind Fallen. Das sieht man an diesem Rote da drunter. Und diese Falle, sagt ihr ja, sehr schön, der Oktopus-Spieler darf wieder zwei Teile heiden. So, das darf nicht die Falle sein, macht auch wenig Sinn, aber ich sage, super, ich heile das und jetzt der offen wäre, ich heile den wieder. So, wenn es jetzt einfach nur hier so eine Muschel gewesen wäre, ja, dann ist es halt so, dass ich dann sage, dann wird, passiert beim Suchen einfach nichts. Dann weiß der andere Spieler, der Heilspieler weiß dann, okay, da ist er nicht, aber auch, was man nicht vernachlässigen darf, er hat mir damit auch eine Ressource geklaut, weil die könnte ich ja sonst, wenn die noch zu wäre, also jetzt quasi hier offenlegen, um Karte zu spielen. Wird mir damit natürlich auch genommen. Ugh, shit. So, angenommen, er wäre sogar hier und hätte dann einen roten, weil mit dem, so, und übrigens die Suchenmarker oder die Suchenwürfel landen dann auch wieder bei der Progress Track. So, angenommen, er wäre hier und wüsste jetzt, haha, da ist er schon, oder ratet einfach und 5 plus brauche ich, super, sagt er, hi, ich attackiere hier, oh no, dann bin ich aber nicht sofort gefangen. Auch das ist ganz cool, denn es gibt diese drei Karten, wovon jeder Spieler eben die hat, einmal der Hai, einmal der Oktopus, und das sind Karten, das sind Konfrontationskarten. So, und die des Oktopus, die haben Effekte und der Hai hat Counter. So, und dann lege ich als Oktopus, lege ich als erstes, sage ich, okay, ich habe eine ausgewählt, die lege ich jetzt einfach mal verdeckt hin. So, dann muss der andere Spieler sich überlegen, na, welche hat er denn gelegt? Welche Fähigkeit könnte Sinn machen? Ja, ich lege mal die. Vielleicht ist es die. So, dann werden die aufgedeckt und Counter Flight, Guard the Exit. Und ich habe, nö, Suffocate the Shark. So, das heißt, aha, ich bin durchgekommen, weil wir nicht die gleiche Farbe haben. Und die heißt, ich darf den Shark irgendwo wieder auf den Außenbereich zurücklegen. Oder puh, sagt natürlich hier hinten hin und habe mir erstmal wieder Zeit erkämpft. Umgekehrt ist es aber so, hätte jetzt der Shark-Player auch gedacht, haha, der will mich bestimmt zurücksetzen und hätte die Rote gespielt, dann wäre es nämlich so gewesen, dass ich dann verloren hätte. Dann wäre es so, okay, er hat mich gepackt, ich habe den Counter nicht geschafft, oder er hat gecountert, ich habe es nicht geschafft, im Kampf zu fliehen, schade drum. Was wiederum aber noch passiert, damit das nicht immer so bleibt, in der vorherigen Situation, wir hätten jetzt gehabt, dass ich durchgekommen wäre. So, er hätte nicht die richtige gecountert. Dann muss ich allerdings die rote Karte, dessen Effekt ich genutzt habe, rausnehmen. Der High-Spieler nimmt seine rote auch raus. Und es besteht ab sofort beim nächsten Kampf nur noch eine 50-50-Chance, wenn er mich packt. Dann habe ich nur noch diese zwei Karten, was natürlich die Chance erhöht, dass der High-Spieler mich dabei wieder dann deutlich einfacher erwischen kann. Ha. Es ist auch so, wenn ich als Heilspieler meine Würfel gar nicht einsetzen kann oder will, beziehungsweise diese Angriffswürfel, wenn das misslungen wäre, die kommen dann hier in dieser Hunger, in die Hunger-Track, was auch sehr, sehr gemein ist, weil eben, wie gesagt, wenn hier 7 Hunger ist, hat der Hai verloren. Also rote Würfel kommen, wenn das Spiel danach nicht gewonnen worden ist, immer in die Hunger-Track. Gelbe Suchenwürfel kommen hier beim Progress. Und, was aber auch sehr wichtig ist, ich kann als Heilspieler, immer wenn ich sage, ich möchte oder kann die Würfel nicht einsetzen, kann ich sie hier, nämlich in meiner Energie speichern. Maximal 3 Stück. So, und das wiederum hilft mir, neue Karten zu kaufen, die mir A, Sondereffekte geben, als aber auch, dass ich neue Würfel in meinem Beutel bekomme, was ja auch ganz wichtig ist. Vor allem, weil ich ganz am Anfang nur einen roten Angriffswürfel habe und ich die natürlich brauche, um den Hai zu fangen. Und wenn ich meinen ersten Angriff schon verwirke und der nicht klappt, dann habe ich halt gar keinen roten Würfel mehr drin, weil der kommt halt hier hin, der ist dann raus, ich brauche also mehr. So, das heißt, okay, ich versuche Würfel, die ich nicht haben will oder die vielleicht hoch sind, hier zu platzieren, um mir diese Karten zu kaufen. Was allerdings noch passiert, und jetzt denkt man sich, na geil, mache ich doch am laufenden Band. Sobald ich mir eine Karte oder mehrere, ich könnte mir auch, wenn ich es mir leisten kann, mehrere kaufen, geht von diesem Energiepool, geht ein Würfel immer in den Hunger-Track rein. So, und die anderen gehen wieder in meinen Beutel rein. So, aber dann hätte ich zum Beispiel gesagt, nächste Runde oder übernächste, ich mache das wieder. Aha, will ja wieder mehr haben und wieder geht einer hoch. Heißt also, ist zwar schön, dass ich mir neue Würfel kaufe, aber der Hungertrack steigt auch an. Darf ich also auch nicht zu inflationär machen. So, und das Ganze funktioniert dann entweder, ich habe es gesagt, bis der Hai verhungert oder eben der Kraken genug gefressen hat oder der Hai den Kraken frisst. Und dann ist das Ganze vorbei. So, ein ganz grober Überblick, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, keine vollständige Regelerklärung, aber ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck, wie Kelp grundlegend funktioniert. Und ich muss sagen, mein Feedback ist
fantastisch. Also wirklich, ich finde es richtig, richtig gut. Also das ist ein total spannendes Spiel. Wir haben bei unseren Partien haben wir echt also Todesängste im wahrsten Sinne des Wortes gehabt und geschwitzt und Cat als heimlich umrundet. Und ich bin immer wieder dann doch nochmal weggekommen und konnte doch nochmal tauschen. Und das erzeugt so eine coole Spannung am Tisch. Und ich finde, das thematisch kommt das auch richtig gut rüber, wie der Hai seine Beute umkreist. Und wie er halt, weil der Hai darf auch nicht irgendwie sich einfach mal umdrehen und dann rückwärts schwimmen oder so. Das darf er auch nicht. Das ist noch wichtig zu sagen. Sondern er muss halt wirklich dem Strom folgen. Da muss man halt gucken, wie kann ich jetzt aber Strömungswürfel legen, um schneller voranzukommen. Kann manchmal aber auch blöd sein, dass ich halt, wenn ich eine Chance verwirke und ich mich dann versuche, hinter den Hai zu setzen, dass er so eine Runde schwimmen muss. Aber auch dieser Mix, dass eine Person eben mit dem Backbuilding spielt, die andere Person eben mit dem Deckbuilding. Das ist cool. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Das Material ist auch wirklich, wirklich toll mit den Steinen hier. Ich mag solche Steine auch total gerne. Azul-Vibes, Lass und Grüße. Also da bin ich ein großer Fan von. Die klingen immer so toll. Und das ist ein wirklich fantastisches Zweispielerspiel, das mich total positiv überrascht hat. Cat ist auch sehr begeistert davon. Es erzeugt eine totale Spannung am Tisch und auch mit diesem Hidden Movement Part, wie ich immer versuche wegzukommen und dann doch wieder am Überlegen, okay, bluffe ich jetzt extra, tue ich so, als wenn ich wegkomme oder mache ich das gar nicht und versuche halt Zeit zu gewinnen, weil der Oktopus, der Kraken ist immer mehr unter Druck als der Hai, außer natürlich irgendwie, dass der Hai plötzlich in eine Situation kommt, die wir auch schon hatten, wo schon 6 Hungermarker liegen und der Hai sich denkt, scheiße, jetzt muss ich aber wirklich rauskommen und ein bisschen Risiko spielen, aber sonst versucht der Kraken immer so seine Strategie aufzubauen, wegzukommen, gibt wie gesagt verschiedene Möglichkeiten über die Karten, eben wie ich mich heiden kann, wie ich wieder Sachen aufbauen kann, wie ich Sachen switchen kann. Gerade wenn ich halt, was ja auch für mein Ziel als Kraken wichtig ist, diese Nahrungsmarker zu mir nehmen, das sind schon recht starke Effekte, die Karten dann haben. Die sind One-Time-Use, aber die sind wirklich gut. Es geht bis dahin, dass ich halt statt 4 Handkarten 5 Handkarten immer haben darf. Das geht dahin, dass ich halt Dinge tauschen kann oder halt nochmal plötzlich 3 neue Karten oder Steine ziehen kann, weil das ist auch ganz cool. Ich kann auch neue Steine ins Spiel bringen. Es sind am Anfang nicht alle drin. Ich kann neue Fallen ins Spiel bringen, die ich versuche vor dem Hai clever zu platzieren und wenn er da reinhaut, dann kann es sein, dass ich wieder Sachen heiden muss oder dass er zurück muss oder solche Geschichten. Das ist schon wirklich cool. Oder es gibt halt auch das sind dann 2 Shells, die sind dann halt quasi 2 Ressourcen wert, wenn ich die nutze. Ganz cool, weil die Kartenkosten mich schon ordentlich reinreiten, weil ich muss natürlich, wenn ich Karten spielen will, Dinge revealen, die wiederum es dem Hai einfacher machen, auszuschließen, wo ich bin. Da steckt ganz, ganz viel Strategie und Planung hinter und vor allen Dingen also eine Spannung. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel, also wobei nicht Katz und Maus, sondern Hai- und Oktopus-Spiel hier, funktioniert grandios. Ganz großartiges Spiel. Wir sind schwer angetan davon. Kelp startet am Dienstag. Bestimmt dann wahrscheinlich heute, wenn das Video online geht, auf Kickstarter. Schaut da mal rein. Von uns auf jeden Fall absolute Empfehlung. Schreibt gerne mal, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Dann gucke ich, dass ich die beantworten kann. Ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. Schwimmt nicht so weit raus. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke. Und tschüss.